Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Market Briefing von tradingportal.net in dieser Handelswoche. Unser Gewinnspiel geht wieder von vorne los. Wer in den Lostopf möchte, einfach diesen YouTube-Kanal abonnieren, ein Like da lassen und einen Kommentar und seid im Lostopf für die Auslosung am Wochenende mit dabei. Kommen wir zum Marktgeschehen. Wir hatten einen festeren Start in die Handelswoche und wir hatten erst im Wochenausblick ja besprochen, das könnte durchaus auch so kommen, dass wir eben fester in die Woche starten und dann zur zweiten Wochenhälfte dann wieder zu Schwäche tendieren, weil wir an wichtigen Widerstandszonen angekommen sind, dort gegebenenfalls jetzt in die Top-Bildung übergehen. Eine Top-Bildung kann eben auch heißen Doppeltop, da denke ich speziell an die US-Indizes, die dort ein Doppeltop an der Nackenlinie ausbilden könnten. Schauen wir uns gleich in den Chartbildern an. Also dieser festere Start durchaus passend zu den Worten aus dem Wochenausblick am Sonntag. Und das sehen wir hier nochmal an der Wall Street, den gestrigen Handelstag. Er war etwas zweigeteilt. Den Nasdaq, Wachstumstitel, 2% nach oben. Der breitere Markt hängt ein bisschen hinterher. Dow Jones war der Underperformer 0,3%, S&P 500 0,8%, der DAX ein halbes Prozentpünktchen zugelegt. Hier wird ein bisschen das Szenario durchgespielt, dass die Fed einen politischen Fehler begehen könnte, beziehungsweise gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass jetzt zu massiv in eine Schwächephase, konjunkturelle Schwächephase hinein die Politik straffen möchte. Wir reden ja von zu jeder Fed-Sitzung wird es einen Zinsschritt geben, sehr wahrscheinlich sogar große Zinsschritte sind möglich im Mai und dann auch direkt der Angriff auf die Fed-Bilanzsumme, dass man sehr stark agieren möchte, aber man preist hier bereits ein, das wird zu stark sein, die Konjunktur ist ja eh schon in der Schwächephase, dass man dann in eine Rezession rutscht und dann eben die Fed gezwungen ist, ihren politischen Fehler zuzugeben und dann 2023 die Geldpolitik wieder umzudrehen, erste Zinssenkung, gegebenenfalls die Bilanzsumme auch wieder ein bisschen ausbauen, heißt QE starten, das ist ein bisschen das Szenario, was läuft, da ja auch Wachstum und Value wieder das Gap aufgegangen, Wachstum profitiert, Value hängt etwas hinterher. Aber das ist natürlich sehr viel Kaffeesatzleserei. Was haben wir hier noch? Was es gestern auch wieder gab, die Most Shorted Stocks haben überproportional zugelegt. Es war ein bisschen der Punkt, da hat es wieder ein paar Bären erwischt, die gesagt haben, jetzt kommt die nächste Sanktionsrunde aufgrund der schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Und das muss Short sein. Am Montag war es dann eben nicht. Und da werden die eben mit rausgedrückt. Und die am meisten der verkauften Aktien profitieren eben dann davon. Aber ansonsten diese Bewegung letztendlich alles im Rahmen. Ne? Wir haben ja schon gesagt, es kann durchaus sein, dass wir fester nochmal reinkommen müssen. Auch heute gegebenenfalls, jetzt sind die Future schwächer. Aber gegebenenfalls drehen wir nochmal nach oben, kommen fester rein. Und dann könnte es langsam die Gewinnmitnahmen geben. Richtung Mittwoch dann zur zweiten Wochenhälfte, weil dann doch wieder die Widerstände angelaufen sind und gegebenenfalls dann eine Top-Bildung in Angriff genommen wird. Verfallstermin möchte ich auch noch nennen, hatte ich gestern schon mal gepostet auf tradingportal.net in den Trading-Chat hinein. Wir haben noch etwas Zeit, ne? Da ist erst Mitte, Ende April. Aber so ein erster Blick kann schon mal lohnen. Ich habe da so einen Wochenausblick, den man sich gerne nochmal anschauen kann. Ein bisschen thematisiert mein Szenario für den April. Der April ein sehr starker Monat, historisch gesehen fast immer grün. Dass wir jedenfalls Schwäche sehen in der ersten Aprilhälfte und dann wieder die Erholung in den Schluss hinein und dann gegebenenfalls nahezu unverändert herauszugehen und dann mal schauen, was dann in der Sell-and-May-Phase beginnt. Der Verfallstermin, wie gesagt, früh sind die Positionierungen, aber wir sehen doch deutliche Puts, die ins Geld laufen würden, oberhalb der 14.000. Und die 14.000 ist schon durchaus eine charttechnische Marke, die ein bisschen winkt. Die, glaube, die können wir sehen im April. Aber die dann eben die durchaus auch verteidigt werden kann. Die Stillhalter hätten Interesse, die Bereich 14.000 definitiv in den Verfallstermin zu schützen. Es ist natürlich immer die Frage, sind politische Börsen, kommt es noch irgendeine Energieembargo? Das ist so, sind solche Extrafaktoren. Ne? Wenn das sowas kommt, dann ist alles charttechnisch erst mal wieder ausgeblendet, da muss man mal abwarten, wo man sich, welchen Cluster man sich dann einpendelt. Aber im aktuellen Marktumfeld kann ich mir vorstellen, dass die Volatilität etwas zurückgeht vom extrem volatilen ersten Quartal, dass man die Spanne so 14.000 ausbilden kann und dort sich dann stabilisieren möchte. Oberhalb der 15.000, ja, wird es auch wieder sehr einseitig, da möchten die Stillhalter vermutlich dann auch nicht abrechnen. Also 14.000 deutet sich ein bisschen an, dass die charttechnische Unterstützungszone dort auch durch den Verfallstermin geschützt wird. Aber passt durchaus zu unserem Szenario aus dem Wochenausblick.
Gewinnspiel. Wir gehen jetzt hinein in unsere Short rein. Wir haben erst 8:45 Uhr bei mir, als ich dieses Video hier aufzeichne. Also Xetra Start noch nicht begonnen. Gucken wir jetzt auf den DAX. Hier im Wochenchart, die Vorwochenkerze hatten wir thematisiert, dass die natürlich bärisch angehaucht ist an der Ausbruchzone 14.8, 15.000, dass man hier jetzt die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber eben trotzdem hier reinlaufen kann und danach zu Schwäche tendiert, also der festere Stock, der danach zu Schwäche tendiert. Wir haben jetzt den ersten Wochencluster ziemlich gut abgearbeitet. Hier von der 14.3 über die 14.400 zur 560 würde ich den ersten Widerstand hier sehen. Dort sind wir, könnt ihr selbst sehen, die Wochenkerze haben wir gut in den Cluster hineingesetzt. Kommen wir dort rüber, wäre Abwärtstrend bei der 27 und darüber wären wir schon wieder an der 800, wären die nochmal im Fokus. Kann ich mir noch vorstellen, dass wir die holen, aber danach ist die Luft hier 14.8, ist meiner Meinung nach die Luft sehr dünn, wäre dann gegebenenfalls so ein Doppeltop-Szenario auch beim DAX. Ob ich darauf wetten würde, bin ich mir nicht so sicher. Beim US-Markt hat sich das mehr angedeutet, ein Doppeltop. Beim DAX könnte vielleicht eine SKS-Formation, eine kleine, den Weg Richtung 14.000 weisen. Also, erste Cluster abgebaut. Abgearbeitet. Oberhalb der 560 wäre auch ein Angriff in den 700-800er Bereich noch möglich. Future aktuell schwächer, wird vielleicht nicht ganz so einfach. Unterhalb der 14.300, dann kann die Tür aufgeschlagen werden. Über die 14.180 zur 14.030 ist die nächstgrößere Supportzone. Hätte aber eben gegebenenfalls auch Zeit bis zur nächsten Woche. Auf alle Fälle dieser Bereich. Ja, der ruft ein bisschen auf alle Fälle im April, dass man dort mal hinlaufen muss. Unterhalb der 14.000 geht es über die 935 zu 800, also 13.810 weiter hinein in den Tageschart. Da sind wir gestern wieder am 50er Retracement angekommen, von der Bewegung Allzeithoch zum Jahrestief. Könnt ihr ja hier sehen, verteidigt, dann wieder hochgezogen. Aber letztendlich müssen wir über die 600 kommen, um dann hier wieder in den Bereich des Vorwochenhochs zu laufen. 700, ist das hier genau der Abwärtstrend um 750, 740, dann 815, also in Vorwochenhoch, Widerstandszone. Dann wäre die Sache mit dem Doppeltop auch hier denkbar. Ansonsten hatte ich euch im Wochenausblick schon gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir sowas wie eine kleine hässliche SKS-Formation basteln. Die Frage ist hier mit im Kopf, ob das ein Doppeltop wird, dass wir wirklich nochmal hier hochlaufen oder ob das in der Tat schon der Kopf, der eine Kopf ist. Diese Frage wird sich heute stellen. Wie gesagt, beim DAX bin ich mir nicht so sicher, dass wir hier wirklich nochmal so 14.8 laufen müssen in dieser Woche. Aber wenn es so ist, dann wäre der Doppeltop auch möglich. Dann laufen wir hier runter Richtung 180, könnte man also die rechte Schulter nochmal ausbilden und dann gegebenenfalls in der nächsten Woche dann runterlaufen in die Gap-Zone, in die 14.000 hinein. Das ist ein bisschen das Szenario, was ich so momentan sehe für die erste Aprilhälfte für den DAX. Schulter, Kopf, einer Kopf oder eben ein Doppelkopf, also tiefer gestelltes zweites Hoch, was wir noch hin basteln können. Davon müssen wir wirklich Richtung 14.6 noch laufen. Wie gesagt, CHV in diesem Bereich meiner Meinung nach nicht so gut, also Chancen-Risiko-Verhältnis. Und dann eben der Weg nach unten, dass wir hier mal Richtung 14.180 laufen, dann die rechte Schulter und dann gegebenenfalls größere Zielzone 14.000. Haben wir noch ein Gap offen, knapp unterhalb der 14.000. Und dann die 14.000, die gestützt ist durch den Verfallstermin. Das passt dann durchaus dazu. Aber die Szenarien verfolgen wir natürlich weiter mit den Market Briefings im April. Gehen wir hinein in dieses Bild hier, rechte Schulter, ein bisschen herangezoomt, den Tagesschart, der mögliche Kopf, der mögliche Doppelkopf, der hier vielleicht reingesetzt und noch eine 14.7er Bereich, das ist jetzt letztendlich offen. Ist nicht wirklich erforderlich. Die 14.500 würde ich als ersten Widerstand sehen. Momentan stehen wir leicht unterhalb. Oberhalb wäre Kombi-Widerstand mit dem Wochenpivotpunkt und der 50-Tages-Linie bei 14.580. Also oberhalb der 500 kann es durchaus recht zügig Richtung 580 gehen. Dort wird es wieder schwierig. Ne? Dort wird es wieder schwierig auf Tagesbasis. Im Idealfall kommt ein paar Startkurs darüber, das dürfte nicht ganz so einfach werden. Oberhalb, dann hält die Sache auf, dann wird die Sache mit dem Doppeltop hier, mit dem Vorwochen hoch, dass wir das anlaufen können, wird dann wieder wahrscheinlich 6,70 erste Anlaufzone darüber, Bereich 47 und 97 als nächster Cluster. Dann geht es hier, also oberhalb der
Also wenn wir den 600er Bereich tangieren, ruft er, dass man das Doppeltop, das Anlaufen des Vorwochenhochs, würde dann in den Fokus rücken. Unterhalb der 500 hätten wir vermutlich eine sehr enge Range, 460 zu 430. Kurzfristiger Aufwärtstrend wäre das die enge Spanne, die wir hätten. Ich weiß nicht, ob der Future hat schon fast durchlaufen. Wäre das die erste Spanne innerhalb der Vortageskerze. Darunter kann ein bisschen Druck aufkommen Richtung 340, Verbindungslinien, die wir jetzt dreimal getestet haben. Falls wir dort durchfallen, dürfte die Tür geöffnet werden zum mittleren Bollinger Band über die 275 zur 14.235, wäre das der bärische Cluster. Darunter geht es dann doch allmählich Richtung 14.000 über die 180 zur 14.110, wären das kleine Zwischenzonen dorthin. Wir gehen mal hinein in den US-Markt. Ja, haben wir es zum Wochenausblick thematisiert, ne? Dass wir durchaus im Nacken, diesen Nacken, diese großen ISGS-Formationen, die wir jetzt mehrere Wochen ja schon begleiten und die auch in der Tat so eingesetzt ist, ne, mit dem Doppelboden im Kopf hochgelaufen. Und dann eben hier in den April, habe ich ja gesagt, sehe ich, bin gerade 1. April auf die Chance, dass man hier die rechte Schulter ausbilden und dann in den April-Schluss wieder hochlaufen, dann nahezu den April unverändert beenden. Da haben wir, hurra, der April ist doch wieder ein guter Monat gewesen. Ja, die Schulter ist dann fertig, die Formation wäre fertig. Das ist ein bisschen das Szenario, die rechte Schulter für den April. Momentan für diese Woche sollte das Szenario sein, dass wir eben die Top-Bildung beginnen im Nacken und dass dieser Nacken eben ein Doppeltop mit sich bringen kann, dass wir fester in die Woche starten. Das hat sich auch erfüllt. Ähnlich wie hier hatten wir im linken Nacken dieser ISGS-Formation auch ein Doppeltop ausgebildet. Das deutet sich hier an. Gestern fest herausgegangen, Support verteidigt hier, Kombi-Support 100-Tage-Linie mit dem 61,8er Retrace mal 4550 knapp. Und oberhalb ist die Chance gegeben, dass wir hier nochmal Richtung 4600, 4620 laufen können und dann hier das Doppeltop stehen lassen. Aktuell stehen wir schwächer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der Tat doch nochmal hochkommen, diesen Weg suchen müssen und dann müssen wir aufpassen. Das kann es sein, wenn wir jetzt ein neues Wochenhoch ausbilden, dass dann gegebenenfalls dies nicht gehalten werden kann, dass wir zurücklaufen und dann eine bärische Tageskerze schon stehen lassen können. Also dieses Szenario hier oberhalb bei 4550 Richtung 4600. 4620 ist weiter aktiv, gegebenenfalls Doppeltop-Ausbildung innerhalb der Nackenlinie. Oberhalb der 4650 hingegen geht es weiter in den 4720er Bereich. Unterhalb der 4550 hingegen dürfte der Nacken so langsam stehen und es geht weiter Richtung 4470. Dann beginnt der Abstieg hier von Cluster zu Cluster innerhalb der rechten Schulter. Aber da hätten wir auch noch ein bisschen Zeit hineingezoomt, um zu schauen, welcher Cluster vielleicht heute möglich ist. Wir haben hier die 4560 als erste relevante Zone. Oberhalb können die Bullen innerhalb den Inside Day ausbilden, innerhalb der Vortageskerze, so 4582. Darüber dann das neue Hoch, so 4600 und 4620. Und das ist eben dann der Cluster schon jetzt mal sehen. Wenn wir dann wirklich dort mal hinlaufen, hinspiken gegebenenfalls, vielleicht zur Opening Bell, kann das gehalten werden oder fallen wir zurück und lassen dann vielleicht, so was wir hier, eine bärische Tageskerze stehen. Das wäre schon der Hinweis, oh, rechte, das ist ein Doppeltop. Das rechte Top, das tiefer gestellte Top, sieht bärisch aus. Das wäre da der Hinweis, dass der Nährer über den Doppeltop am Nacken könnte aufgegriffen werden. Oberhalb der 4620 hingegen 4640 Vorwochenhoch zu nennen. Unterhalb der 4560 enge Range im bärischen Fall zur 4540 zum SM100, 100-Tage-Linie. Darunter 4525 und 4508, nächste Cluster. Darunter ziemlich eng schon, aber mehrfach Support. Wochenpivotpunkt verläuft hier SMA2, also 200-Tage-Linie, zugleich mit der EMA100. Kommt also einiges zusammen bei 4490. Wenn man dort durchfallen, ist ein bisschen Schwung drin. Da kann es mal schnell 500 Punkte, 500, um Gottes Willen, beim S&P, 50 Punkte weiter nach unten gehen. Also aber hier die Szenario, ja, mal gucken. Ja, aktuell schwach, aber lass mal abwarten. Vielleicht kommen wir doch nochmal hoch und setzen den Spike und dann mal sehen, wie die Tageskerze aussehen wird. Hinein in den Dow Jones, ganz ähnliches Bild mit dem Nacken. Ja. Schulter, Kopf, Schulter-Szenario hier, das ist der April, dass wir das Szenario mit der rechten Schulter ausbilden können, aber eben der Nacken vielleicht auch erstmal eine Top-Bildung braucht,
in die Top-Bildung gegebenenfalls, wie hier, dass dir der innere Hochpunkt, hier ist auch der innere Hochpunkt im Nacken, auch ein Doppeltop bekommen hat. Und der hier Doppeltop wird hier um 35.160, wäre das noch denkbar. Kann aber schon ausgebremst werden hier in der 35.030 am SMA 200, etwas tiefer gestellt. Und dann kann man hier auch gegebenenfalls auch in der S, also eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation wäre dann auch denkbar, bevor es dann hier nach unten geht und dann Richtung Ende April wieder nach oben. Also wir sind aktuell in dieser Phase. ISGS-Formationsszenario läuft auf alle Fälle weiter. Nacken braucht eine Top-Bildung. Diese vollendete Top-Bildung, wenn sie denn so aufgegriffen wird, könnte der Türöffner sein in die Konsolidierung Richtung rechte Schulter, um danach dann Ende April wieder hochzulaufen. Unterhalb der 34.600 kann der Nacken schon komplett sein und der Abstieg kann so langsam beginnen von Cluster zu Cluster. Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit hätten wir noch, diesen fertig auszubilden. Kommen wir hingegen rüber über die 35, also über das Vorwochenhoch, momentan 35.000, das ist Vorwochen knapp 35.370, komme hier rüber, muss man davon ausgehen, dass es hier noch weiterläuft, dass man so 76,40 Retracement laufen, wäre auch noch vollkommen in Ordnung für so eine ISGS-Formation. Momentan ist die rechte Schulter ziemlich tiefer gestellt, wäre auch noch in Ordnung, aber ziemlich steinig momentan der Weg. Da verfolge ich noch das Szenario mit dem Doppeltop, ganz wie hier, eine höher gestellt, zweite tiefer und dann mal sehen, ob der Abstieg beginnen kann. Hinein in das gleiche Bild jetzt zoomt nochmal, um zu schauen, welche möglichen Cluster heute zum Start relevant wären. Die 34.800, erster Support, momentan stehen wir noch oberhalb, wäre der Inside D so 34.910 zu möglich als enge Spanne darüber. Kombi-Marke mit dem SMA 200 und SMA 100, also 100-Tage-Linie, 200-Tage-Linie an der 35.030, wäre schon erster gute Widerstand. Dort muss man also mal rüberkommen. Wenn wir rüberkommen, ist die Sache mit dem Doppeltop plötzlich sehr akut. 165 zur 230 wäre dann die nächste Zone, die wir hätten. Dann müsste man schauen, wie sieht die Tageskerze aus. Starke Tageskerze oder in der Tat schon eine Eintrübung. Lass mal hier oben eine lange Nadel stehen, dann wäre das doch relevant. Schulter, Kopf, Kopf, Schulter und dann Abstieg wäre dann dieses Szenario weiter zu verfolgen, was ich aktuell als wahrscheinlich betrachte. Also dass wir uns in einer Top-Bildung befinden, unterhalb der 34.800, die 34.700 zur 34.610, der erste bärische Cluster, darunter Kombi-Support zu nennen mit dem EMA 200 bei 34.445. Falls es noch tiefer geht, ruft das mittlere Bonninger Band zugleich mit der 50-Tages-Linie um 34.320. Sämtliche Marken auch auf tradingportal.net im Dashboard zu finden, hinein zum Nasdaq 100, ganz ähnliches Szenario im Nacken, möglicherweise hier eben Doppeltop, wobei die Tageskerze schon relativ stark aussieht. Mal sehen, ob wir dort sogar noch rüberkommen möchten. Aber diesen Cluster letztendlich gut durchlaufen, 14.720 sind wir abgeprallt. Am Freitag hat man thematisiert, da war auch der Gedanke, dass wir erstmal fest da reinkommen und dieses Doppeltop andeuten wollen. Und haben wir jetzt auch angegriffen, hier jetzt 61,8er Retracement um 15.150 zugleich mit SMA 100, SMA 200, also 100-Tage-Linien, 200-Tage-Linien bilden hier einen Dreifachwiderstand. Dort müsste man rüber, im Idealfall heute der Start direkt oberhalb der 15.150 wäre die Chance, dass wir direkt noch was draufpacken können und hier diesen Doppeltop eben nicht aufgreifen möchten, beziehungsweise das weitere Hoch dann auch höher gestellt ist. Also spannende Phase beim Nasdaq 100. Mal gucken, ob er seine Outperformance beibehalten kann. Unterhalb der 14.720 ist momentan der Cluster hier, den wir haben, dann wird die Tür geöffnet Richtung 14.300. Und ja, dann ist die Sache hier mit dem Nacken auch schon fix. Dann sind wir auf dem Weg Richtung rechter Schulter. Ne? Auch hier die ISGS-Formation Schulter, Kopf, Kopf, Schulter. Und dann wieder hochlaufen Richtung Ende April, um dem soliden Aprilmonat dann auch entsprechend solide zu beenden. Und dann diese Historie, diese wieder zu bestätigen, dass der April gut ist, bevor dann die schwierige Zeit im Mai beginnt.
Auch hier nochmal hereingezoomt, die gute Tageskerze direkt hier am Kombi-Mark. Auch der Wochenpivotpunkt verläuft hier mit in diesem Bereich. Also R1 zumindest bestätigt letztendlich die Zone hier um 15.150, 15.180 ist der R1 als Widerstandszone. Dort müssten wir rüber, dann hält sich die Sache in der Tat auf. Unterhalb bleibt die Spanne zur 15.070 und 15, wo ist meine Maus? Da 14.980 wäre das unsere erste Spanne. 14.980, 15.070, so 15.150, 180, das ist eine Kombi-Widerstandszone. Das wäre relevant. Gleich oberhalb reinkommen wäre die Einladung für die Bullen, hier nochmal vielleicht einen kleinen Squeeze auszubilden, nochmal hoch zu pushen. Aber dann mal sehen, kann das gehalten werden? Und laufen wir hoch, verkaufen die Tageskerze komplett ab und lassen hier sowas dann stehen. Ne? Das müssten wir dann verfolgen. Aber oberhalb die Chance, dann über die 240 zur 340 zu laufen, vielleicht sogar sehr schnell zu laufen. Darüber wäre sogar der Türöffner Richtung 15.050 zu nennen. Also spannend. Nasdaq ist es ja spannend, wie der Start ausfallen wird. Und ab der 14.980 hingegen über die 945, das ist der der Wochenpivotpunkt. Zur 14.810 wäre dann der erste bärische Cluster, darunter der EMA 200 bei 14.700 und die 620 als nächste Zone. Falls es noch tiefer geht, geht es hier zum Monatspivotpunkt, zugleich mit dem mittleren Bollinger Band auch. S2 verläuft hier vom Wochenpivotpunkt, also auch wieder mehrfach Support bei 14.390, aber der hätte eigentlich Zeit. Ne? Dieser Bereich hätte Zeit. Erst müssen wir hier oben schauen, dass wir einen Top hinkriegen. Dann kann man hier langsam nach unten laufen. Also Start wird sehr wichtig, gerade oben ab der 15.150, 180. Kann es gut sein, dass wir nochmal ein bisschen squeezen nach oben und dann nach unten laufen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Gleich beginnt die Börse. Future relativ schwach, aber wie gesagt, es passt nochmal ein kleines Hochpunkt dazwischen, gerade bei den US-Indizes. Dieses mögliche Doppeltop. Kann es gut sein, dass wir nochmal fester reinkommen, um dann mal sehen, ob dieser festere Start dann gehalten werden kann oder ob die Tageskerzen dann eintrüben. Wäre der Hinweis, die Sache mit dem Doppeltop im Nacken kann dann in der Tat aufgegriffen werden, ganz nach Plan aus dem Wochenausblick. Das soll es gewesen sein. Wir sehen uns dann gerne gleich auf tradingportal.net und verfolgen dann den Tagesstart live im Trading Chat. Ich wünsche euch einen guten Tag, macht's gut und ciao.